Herzlich willkommen, Janosch, der uns etwas erzählt über Software-Defined Networking und Playmobil-Eisenbahn. Hallo erstmal, ich bin Janosch. Keine Wurst vom Grill, muss heute mit Chips Vorlieb nehmen und das tschechische Blaubeerbräu haben wir durch Hefeweizen ausgetauscht. Aber ansonsten begrüße ich euch alle zu einem flauschigen Abend im Wireless Community Weekend. Auch ich wollte mal mit der Uni fertig werden und ich habe gedacht, machen wir doch mal was Schönes. Wie jetzt? Habe ich mir gedacht, ich brauche ein gewisses Vorwort. Um einfach mal so klarzustellen, was ist eigentlich ein Mesh? Ja, das ist jetzt keine Dampfmaschine, die hat auch nicht einfach drei Löcher. Aber ich sage immer, ein Mesh ist eine Netzwerktopologie ohne vordefinierte Struktur oder Muster. Das ist einfach wichtig, wenn wir über Mesh reden heute, dass das nicht irgendwie eine Funktechnik ist oder nicht irgendwie sonst was, sondern tatsächlich eine Mesh-Topologie. Ist so ein bisschen das Leitmotiv. Und der zweite Punkt ist, was ist eigentlich SDN? SDN ist in der Vergangenheit ja zu einem gewissen Marketingbegriff geworden. Alle möglichen Leute meinen, sie machen Software-Defined Networking in der Hoffnung, dass sich ihre Produkte dann gut verkaufen. Es gibt da auf jeden Fall dieses RFC 7426 und dieses RFC gibt Begriffe vor. Und die sagen, SDN ist ein Ansatz zur Steuerung von Netzwerken mit den Eigenschaften, es gibt eine programmierbare Forwarding Plane für individuelle Pakete. Also anders als vielleicht klassisches Network Device Management geht es also nicht darum, das Device als solches zu konfigurieren oder einen Port zu programmieren. Es geht tatsächlich um individuelle Pakete. Und es geht um eine programmierbare Forwarding Plane, das heißt, ich kann selber programmieren, wie die Pakete weitergeleitet werden. Insbesondere damit gibt es auch eine Trennung zwischen Control und Forwarding, also eben dieser programmierbaren Forwarding Plane und Management Operational, also das Device Management. Schauen wir mal auf die Agenda. Mein Vortrag ist in zwei Teile geteilt. Der Teil 1 ist, wie bekommt man einen Master in Informatik, wenn man eigentlich mit der Playmobil-Eisenbahn spielen will? Und Teil 2 ist, warum könnte das überhaupt für die Veranstaltung und Community-WLAN-Netze interessant sein? Wir fangen mal einfach mit Teil 1 an. Wie bekommt man einen Master in Informatik, wenn man eigentlich mit der Playmobil-Eisenbahn spielen will? Man braucht erstmal eine Hypothese. Ansonsten geht das nicht mit der Masterarbeit. Und die Hypothese in dem Fall ist nahtlose horizontale Soft-Handover. In einem SDN-basierten IEEE 802.11 Zugbodennetzwerk bieten genug Kapazität und ausreichend geringe Latenzen für die Internetnutzung in einem fahrenden Zug. Prost. Um mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Also, wir haben einen Zug und der Zug fährt eine Strecke entlang. Und die Grundidee ist, man will Internet in diesem Zug haben und man will das über WLAN-Stationen haben, die entlang dieser Strecke sind. Und das heißt, wenn nun der Zug von diesem einen AP, AP1, zu dem zweiten AP, AP2 fährt, dann wird das Signal übergeben. Natürlich, er kommt irgendwann in Funkreichweite von AP2 und allen anderen APs und so weiter. Idealerweise möchte man die Verbindung zum zweiten AP erstellen, bevor die Verbindung zum ersten AP abreißt. In Fachkreisen wird da von Make before break, das heißt, erstelle die neue Verbindung, bevor die alte abbricht, gesprochen, oder einem Soft Handover. Und die Herausforderung ist so ein bisschen, dass diese Soft Handover sind nicht Teil des IEEE 802.11 Standards. Man hat da üblicherweise ein Radio mit einem Access Point, auf den das zugeschnitten ist. Wenn ich mich mit einem zweiten Access Point, insbesondere auf einem anderen Funkkanal verbinde, dann muss ich den Kanal umschalten. Ich verliere die Verbindung zu meinem bisherigen Access Point und ist halt etwas anderes. Man kann sich jetzt als Randbemerkung fragen, ob es überhaupt eine gute Idee ist, einen Zug, der nun durch die Landschaft rauscht, mit einem WLAN-basierten Zugbodennetz in irgendeiner Form zu verbinden oder ob das eine eher akademische Frage ist. Es gab einige Experimente tatsächlich in der praktischen Welt. Vor 12 Jahren gab es mal eine japanische Forschergruppe, die hat
Ja, diese, ich glaube, es waren keine WRT54GL, die hatten selber was geschustert, aber etwa die Kategorie Geräte, von denen Bluse gerade gesprochen hat, an der Strecke von dem japanischen Shinkansen, also dem Hochgeschwindigkeitszug, aufgebaut, hatten eine Richtantenne in die Fahrerkabine geklebt, weil sie außen nichts anbringen konnten, und hatten einfach mal geguckt, ob da grundsätzlich Daten ankommen. Die Antwort war in etwa, ja, es kommen Daten an, es kann irgendwie funktionieren. Ein zweites Argument, was man damit machen kann, ist, es gibt tatsächlich ja, eine Berliner Firma, die Niantec, die hat das in Zusammenarbeit mit einer dänischen Siemens gebaut als Zugkontrollsystem. Also sie haben das auch veröffentlicht als Forschungsveröffentlichung. Da wird bei dem Handover allerdings ein bisschen gefuscht, weil die Broadcast machen. Sprich, es werden eh alle Pakete mehr oder weniger zu allen anderen Teilnehmern gesendet und man sendet immer dahin, wo ein Zugreichweite ist und auf allen Kanälen, auf denen Access Points kommen. So mit Händen und Füßen erklärt. Da ist ein bisschen Optimierung noch dahinter. Das ist für Zugkontrollsysteme ganz gut, weil was übermittelt man einem Zug? Man sagt ihm, hier ist das nächste Signal gestellt und musst du irgendwie jetzt anhalten oder kannst du fahren. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, das ist nicht so viel. So ein Signal, rot oder grün, ein Bit, da braucht man keine hohen Datenraten. Bei Internet in einem fahrenden Zug sieht aber schon anders aus. Da will man schon mal was im Megabit-Bereich haben. Insofern so ein Trick, dass man eine Broadcast-Mac verwendet, hilft uns nicht. Also wir wollen wirklich Unicast-Wi-Fi haben mit hohen Datenraten. Und die Verwendung von existierenden Systemen, also Control Planes in SDN, ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Und Control Plane heißt hier, dass man ein SDN hat, was sozusagen sich anguckt, wo ist der Zug gerade und wo gehen die ganzen Sachen hin. Hast du schon Fragen im Pad oder sind alle irgendwie noch an Bord? Schüttelt mit dem Kopf, aber ich höre nichts. Naja, egal. Mach erstmal weiter. Okay. Gut. Man kann sich einfach mal so angucken, was hat man denn gemacht und wie viel Forschung ist da so passiert und wie sollte man so ein Handover im ja, in diesem Ganzen aufbauen. Und es ist ziemlich viel Forschung passiert in China. Die haben Hochgeschwindigkeitszüge gebaut in den letzten, ich würde sagen, ungefähr 10 Jahren. Und die haben sich darüber Gedanken gemacht, wie sie diese Hochgeschwindigkeitszüge, die nun über das Land rasen, mit LTE oder WiMAX ausstatten können. Und sind so ein bisschen auf die Idee gekommen, man könnte entweder die Position des Zugs ausnutzen, um den aktuellen Access Point zu wählen, oder man kann zwei ja, Mobilfunkgeräte auf diesem Zug platzieren und dazwischen hin und her schalten. Der Ulk bei diesem Position ausnutzen ist normalerweise, wenn man so einen Handover, also eine Übergabe von einem Basispunkt zum anderen Basispunkt in einem Mobilfunknetz macht, dann guckt man sich sozusagen die Signalstärke an. Ich fahre von der einen Basisstation weg, das Signal wird schwächer, ich fahre auf die andere Basisstation zu, das Signal wird stärker. In einem fahrenden Zug ist das nicht so einfach möglich. Also erstmal, er bewegt sich sehr schnell. Das heißt, man muss es sehr viel häufiger messen. Und dann gibt es noch so gewisse Störungen. Es gibt einen Doppler-Effekt, es gibt elektromagnetische Störungen, die von dem Stromabnehmer herkommen. Das heißt, es kann sein, dass das Signal aufgrund der verschiedenen Begebenheiten sprunghaft hoch und runter geht und dass man eigentlich einen sehr instabilen Funkkanal hat. Und um dieses Problem zu adressieren und schnell hin und her schalten zu können, hat man gesagt, man nimmt diese Zugposition. Das ergänzt sich damit, dass eine Zugposition in einem Zugleitsystem eh vorhanden ist. Der Zug muss ja irgendwie irgendwo auf der Strecke stehen und das Zugleitsystem muss sich angucken, wo ist der Zug, welche anderen Züge sind auf der Strecke. Also wir reden über so ETCS, also European Train Control System, also sozusagen dann Signale schaltet und die Züge quasi wie von Fernsteuerung durch die Gegend fahren lässt. Und da plumpst halt auch eine Position raus, da plumpst eine Geschwindigkeit raus, da plumpst Bremskurven raus. Also die Idee, sowas zu verwenden, um den Access Point auszuwählen, ist gar nicht mal so verkehrt. Der Ulk bei diesem Dual Radio Scheme ist, ich habe vorne eine Antenne, ich habe hinten eine Antenne auf dem Zug und ja,
In der Regel kommuniziere ich mit der hinteren Antenne, es sei denn, ich fahre auf einen neuen Access Point zu, dann verbinde ich die vordere Antenne. Und wenn der Zug mit der kompletten Länge in der Abdeckung, also in dem definierten Bereich des neuen Access Points ist, kann er wieder auf die hintere Antenne umschalten. Das hat zwei schöne Effekte. Erster Effekt ist, ich brauche weniger Platz, wo ich beide Zellen erreichen kann, weil ein Zug eine gewisse Länge hat und er eine gewisse Zeit braucht, um das alles zu passieren. Das heißt, ich habe eine gewisse Zeit, um zu schalten. Ungefähr eine Sekunde, also oder mehr. Es gibt kaum Züge, die so schnell fahren und so kurz sind, dass sie im Prinzip einen Punkt vollständig innerhalb einer Sekunde passieren. Also ein ICE, der vielleicht mit 360 km/h, also 100 Meter die Sekunde unterwegs ist, der ist auch ein paar hundert Meter lang. Und so eine Straßenbahn, die vielleicht nur 20 Meter lang ist, die fährt dann aber auch nur 20 Meter die Sekunde, also 72 km/h. Also man sieht schon, da ist so eine gewisse Zusammenhang, die da einem so eine gewisse Zeit gibt. Und es wurde halt nett evaluiert für LTE und für WiMAX. Und da kommt man natürlich auf die Idee, das auch mit WLAN zu bauen. Wenn man auf die Idee kommt, das mit WLAN zu bauen, dann kann man sich auch überlegen, wie werden denn überhaupt Handover und wie wird sowas überhaupt in WLAN-Netzen gemacht und was kann da SDN. Und wenn man sich Mobility, also die Bewegung in WLAN-Netzen anguckt, dann kommt man auf zwei, ich sag mal, relevante oder zentrale Konzepte. Das eine ist die Mobility von Clients. Also jemand geht mit einem Smartphone durch ein Gebäude, auf einem Campus, von einem Raum in den nächsten, geht von einem Access Point zu dem nächsten. Und der andere sind die Wireless Mesh Topology Änderungen. Das heißt, wenn ich ein Mesh-Netzwerk habe und die Stationen bewegen sich in diesem Mesh-Netzwerk, dann ändert sich die Topologie im Netzwerk als solches. Das klingt erstmal ziemlich ähnlich, ist für die verwandten Ansätze in der Forschung allerdings schon so ein bisschen anders. Grundsätzlich kann man sagen, wenn ich diese kleinen Mobility habe, dann habe ich Klienten, die nicht Teil des SDNs sind. Ich habe ein Smartphone, was die Leute selber mitbringen, was ich nicht kontrollieren kann, weil das ist ja das Gerät der Studenten oder der Professoren, die durch eine Uni gehen und die ich sozusagen mit WLAN-Protokollen ansprechen muss. Und ich habe drahtgebundene Access Points. Und man könnte sich überlegen, so ein System auch für Züge zu verwenden, weil die Idee ist ja ungefähr die gleiche. Das hat einen entscheidenden Nachteil, nämlich es hat eine sehr hohe Komplexität, weil dadurch, dass ich diese Smartphones nicht in dem SDN kontrollieren kann, muss ich Radio Resource Management oder ähnliches in dem SDN implementieren und darauf kann ich eigentlich verzichten. Weil wenn ich als Bahnbetreiber sozusagen meine Züge mit meinen Komponenten habe, dann kann ich sagen, okay, das ist alles unter dieser administrativen Kontrolle und kann diesen Komplexitätsnachteil, der sich dann in einem erhöhten Implementierungsaufwand niederschlägt oder in einer geringeren Ende-zu-Ende-Performance ausschalten. Gut. Wenn man sich anguckt, in welchen Netzen die man vollständig per SDN kontrollieren kann, treten solche Änderungen auf. Also in diesen Wireless Mesh-Netzwerken, da reden wir über klassische Freifunknetze, wo aber ein bisschen Bewegung drin sein kann. Weil vielleicht, ich glaube, es gab mal den Fall, wo jemand Freifunkruder auf einer Autofähre platziert hat und der ist dann von einem Rheinufer zum anderen gefallen und sie hatten auch einen GPS-Tracker in der Karte. Irgendwie eine ulkige Sache. Also sowas. Das Problem ist so ein bisschen, dass die meisten Mesh-Protokolle oder praktisch alle, solange sie nicht mit absurden Parametern betrieben werden, relativ langsam sind. Sprich, die Beacon-Intervalle liegen im Bereich von mehreren Sekunden. Auch ein Batman Advance braucht halt mehrere Beacons, um zu sehen, wie die Linkqualität ist. Und wenn wir jetzt mal so sagen, die Stationen stehen vielleicht so 500 Meter auseinander. Der ICE fährt 100 Meter die Sekunde. Ja, dann passiert ja alle 5 Sekunden nur mal so eine Station und dann ist das Mesh-Protokoll zu langsam. Er das mal ausgerechnet hat, war auch eine Quelle, die hat das für Vehicular-Ad-Hoc-Netze gemacht, also Autos, die entlang der Autobahn fahren. Da hatten sie auch ein Mesh aufgespannt und hatten das halt als eine Herausforderung gesehen. Insofern kann man sagen, dass keiner der Ansätze, die man so in der Forschung hat, um mit Mobility umzugehen, umgesetzt wurde.
Es gibt zwei Arbeiten, die haben genau das gleiche Problem sich angeguckt, die sind aber so ein bisschen neben der Spur. Also das erste ist halt wieder ein Train-Control-System, auch SDN. Und die Idee war einfach eine höhere Zuverlässigkeit der Pakete zu erzielen. Ist eine schöne Arbeit, aber ein anderer Anwendungsfall. Also die sind hingegangen und haben mit MPTCP jedes Paket geklont, haben MQTT als Telemetrieprotokoll für die Zusteuerung verwendet und haben das sowohl über eine LTE als auch über eine WLAN-Strecke gesendet. Und letztendlich waren denen damit Handovers egal, weil in dem Moment, wo sie den WLAN-Handover hatten, haben sie das Paket über die LTE-Zelle bekommen und umgekehrt. Also hat die gar nicht so recht interessiert. Sie hatten einfach eine schöne, gute Verbindung. Dann gab es im vorletzten Jahr noch eine Arbeit von einigen Indern, die haben das Gleiche gemacht, aber es war irgendwie ein sehr, sehr skurriler Protokoll-Stack. Also erstmal haben sie keinen IPv6 gemacht. Sie haben ein eigenes Netzwerkprotokoll gebaut, was schon so ein bisschen gegen den SDN-Ansatz geht, wo es halt darum geht, eigentlich eine Control-Plane wiederzuverwenden, die schon da ist. Sie haben IP-Tunnel in dem WLAN aufgebaut, was nochmal einen zusätzlichen Overhead gemacht hat und haben praktisch alle interessanten Züge ausgeschlossen. Also so ICE und so ist zu kurz. Also die haben entsprechend viele Wagen gebraucht und ja, praktisch alle Hochgeschwindigkeitszüge, die in Europa unterwegs sind, ausgeschlossen in ihrer Arbeit. Ausgenommen irgendwelche Eurostar-Konfigurationen, die so super lang gekuppelt waren, damit die nur einmal durch den Tunnel fahren mussten. Und leider hat die Performance-Messung nur Durchschnittswerte in der Messung gehabt. Okay, also hatte ich genug Grundlage, um Spaß zu haben. Sehr schön, oder? Irgendwelche Fragen, E-Bank? Es gibt ein paar Fragen. Ja, erzähl. Ich weiß nicht, ob die nicht sehr konkret werden. Positionen braucht man doch eigentlich nicht. Tachoimpulse, Speed müssten doch reichen, um entfernungsabhängige Effekte von anderen Störungen zu unterscheiden. Ja, der Tacho und der Speed ist ja Teil der Positionsmeldung in ETCS. Also wenn du weißt, wie die Eisenbahnstrecke geht und du weißt, wie schnell du bist, dann weißt du auch, wo du bist. Oder anders gesagt, die Position, die ich auswerte, ist keine GPS-Koordinate, sondern ist tatsächlich eine Streckenkilometer-Geschichte. Die ist vorhanden. Ja, natürlich, weil wenn du ein Signal stellen willst oder zwei Züge auf einer Strecke koordinieren willst, dann weißt du ja, wo ist welcher Zug. Ich kann gerade nochmal zurückgehen. In ETCS geht das zwar einerseits über GPS, aber du hast auch diese sogenannten Balisen. Also das sind diese Signalbarken, die hier so in dem Gleiskörper drin sind. Und mit denen kannst du einerseits variierende Bit-Folgen, also du kannst wirklich ein paar Bit pro Sekunde an den Zug übermitteln, wenn er da drüber fährt. Andererseits weißt du auch anhand in dem Zug, welche dieser Signalbarken hast du gerade passiert. Du hast einen gewissen Verlegefehler, das heißt, du weißt es nicht genau. Und ich glaube, der Thameslink bei Autonomous Driving hat so einen halben Meter Genauigkeit in der Positionierung. Aber so manche Güterzugstrecken, da sind auch schon mal so 10, 20 Meter Verlegefehler mit dabei. Also natürlich hat auch so ein Tachometer eine gewisse Ungenauigkeit. Das heißt, man ist da in so einem gewissen Graubereich. Aber das hilft dir auch gerade in einem Tunnel zu sagen, wo du bist, weil da hast du ja auch kein GPS. Okay. Ja, gibt noch eine zweite Frage. Ja. Bekommt man aus dem schnellen, kontinuierlichen Anstieg der RSSI nicht die Wahrscheinlichkeit, wer in wenigen Sekunden gleich der nächste sinnvolle Partner wird, um so Mesh-Partner vorherzusagen? Ich habe es nicht evaluiert. Die Related Work sagt nein, der Funkkanal ist zu instabil. Der RSSI springt zu stark. Die okay, ist nicht zuverlässig genug, die Messung. Sie ist eher chaotisch. Das waren die Fragen soweit. Okay, gut. Auf der anderen Seite, gerade wenn ich so ein Zugkontrollsystem habe und die Position E habe und das E untersucht wird, dann kann ich die Daten auch recht einfach verwenden. Schauen wir uns mal an, was für ein SDN ich gebaut habe. Und wir haben gesagt, so ja, wir haben dieses RFC 7246. Und dieses RFC 7246 geht im Wesentlichen hin und definiert eine Begrifflichkeit. Das kann man sich so vorstellen wie dieser OSI-Schichtenmodell Spezifikation. In meinem OSI-Schichtenmodell hast du den Physical Layer, den Data Link Layer, den Network Layer, den Session Layer, den Presentation Layer, den Application Layer und dann kannst du ungefähr darüber sagen, okay, wir haben ein Layer 3 Mesh-Protokoll. Sowas gibt es auch für SDN, heißt RFC 7246
Und nun haben wir halt die Situation, dass wir eine Control Plane und eine Forwarding Plane haben. Das sind sozusagen die Layer für das Steuern der einzelnen Pakete. Und wir haben in der Management Plane und der Operational Plane, die Begriffe sind auch da, das ist das klassische Device Management für die Router und die Ports. Hier geht es um die Pakete, hier geht es um Devices und Ports. Das gehört irgendwie dazu, das ist mit da drin. Aber man kann schon sagen, ohne Control Plane und programmierbare Forwarding Plane ist es eigentlich kein SDN nach RFC 7246, weil es sonst fehlen würde. Ich habe das Ganze in Python programmiert und habe auf dem SDN-Controller Rü aufgebaut und habe es mit OpenFlow gemacht. Das heißt, wir haben hier in der Application Plane und in der Control Plane haben wir sozusagen ein Python-Script sitzen, was das Ganze konfiguriert. In der Forwarding Plane haben wir OpenFlow und OpenVSwitch, was sozusagen erlaubt, die Sache zu steuern. OpenVSwitch ist ein Linux-Software-Switch. In der Management Plane haben wir ein statisches, ich wollte Inventar schreiben, da ist irgendwas kaputt gegangen, das ist aber blöde. Inventar, machen wir mal so weiter. Dann haben wir ein statisches Inventar, das sind einfach JSON-Files, die sagen, welcher Access Point steht wo. Wir haben MQTT, über das so ein bisschen die Zugposition simuliert wird. So, die Operational Plane, das heißt die Assoziierung mit den Access Points, ist in Python. Einfach Linux CLI. Ich habe da nicht viel Gedanken drauf verschwendet, weil das war mit so der unwichtigste Teil von Ganzen. Und die ETCS, die European Train Control System Position, wurde über ein MQTT-JSON gegeben. So, palim, palim, palim. Man kann dazu sagen, die Positionsinformationen, um die auszuwerten, brauche ich noch keine programmierbare Control- und Forwarding-Plane. Also man kann sich das so vorstellen, der Zug fährt durch die Gegend, je nachdem, wo er ist, sagt dieser lokale Agent, verbinde dich mit diesem Access-Point und alles ist gut. Das Problem ist, ich sag mal, wenn du zwei Links hast, die gleichzeitig da sind, dann hast du diesen Kreis, dieses Switch-Loop und du musst dir irgendeinen aussuchen, den du verwendest. Und so das, was so mit STP oder mit Batman Advanced oder wie auch immer da passiert, ist halt so langsam. Das heißt, die Programmierbarkeit dieses Forwardings ist insbesondere dann relevant, wenn ich mit zwei Access Points gleichzeitig verbunden bin. So. Und so sieht der Zug aus. Also wir haben hier einen schicken gelben Playmobilwagen, eine wunderschöne Playmobil-Lokomotive, ungefähr 30 Jahre alt, aber echt gut in Schuss, kaum bespielt. Ich verkaufe es nicht auf eBay. Dann haben wir hier so ein Raspberry reingeflanscht, haben so ein paar Powerbanks, 1, 2, 3, die liegen da so drin und dann kann dieser Zug durch die Gegend fahren. Und hier gibt es mal so ein paar Detailaufnahmen, einmal von dieser Powerbank mit dem Raspberry Pi, da sozusagen diese Clients simuliert, die in dem Zugnetz drin sind. Und wir haben so diese Travel-Router von GL-Init, die sind ganz schön und bringen so ein bisschen AT-H10K mit und dann liegen die da so drin. Eigentlich ein hübscher Aufbau. Ja, und dieser Zug ist dann so hin und her gefahren und hat einmal Handovers gemacht auf einer Strecke. Und die Strecke sieht so aus, das sind insgesamt so gut 12 Meter Strecke. Die hatte ich dann so auf dem Flur und zum Teil im Garten aufgebaut. Und es gibt gewisse Lichtschranken. Also wir haben die erste und die letzte, die sorgen einfach dafür, dass der Zug hin und her fährt. Also sozusagen steuern den Motor über ein Relais, also über ein Zweikanal-Relais. Ist ziemlich uninteressant. Die zweite und die dritte machen eine Geschwindigkeitsmessung von dem Zug, sodass man weiß, wann der Zug um diese Betonwand rum ist, die irgendwie das Funksignal ein bisschen abschattet. Und dann haben wir hier die vierte und die fünfte, die kontrollieren sozusagen nur die Positionierung von dem Zug, damit man weiß, wo der gerade ist. Ja. Wenn man sich das anguckt, ist es eigentlich ziemlich einfach. Wir haben zwei Access Points, wir haben auf dem Zug zwei Radios und wir haben einen Gateway. Und dann fährt er da so längs. Fragen dazu oder alle zufrieden? Moment, gibt keine weiteren Fragen, danke. Perfekt, dann schauen wir uns das doch einfach mal in Aktion an. Und zwar, sagen wir mal, es gibt, machen wir jetzt hier den Playlist. Was ist meine Playlist? Playlist, da ist sie doch. Angenommen, es gibt kein Handover und wir tun mal so, als wäre der Zug nur immer mit einem Access Point verbunden. Wir erwarten, das Signal reißt ab. Schauen wir mal rein.
Der Zug fährt los, man sieht hier die Verbindung. So, es ist ein bisschen zeitversetzt hier mit dem Video. Und man sieht sozusagen hier in dem Main ist es angehalten. Das ist sozusagen der Kontrollkanal bei 21.81 und der andere, der läuft munter weiter. Entschuldigung, hier, das ist das Video aus dem Zug und das andere ist der Kontrollkanal. Und in dem Moment, wo hier die RSSI nach der Betonwand zu schlecht wird, dass mit MCS7 kommuniziert werden kann, gehen keine Daten mehr drüber. Also hier oben hält fest. Okay, das wollen wir ein bisschen besser hinbekommen. Also schalten wir jetzt um zwischen den beiden Access Points. Wir können es ja erstmal mit Hard Handover machen, also nur ein Radio. Ach, was ist denn jetzt hier wieder dieses Ding hier? Da ist es. Zeige mir die Playlist. So. Und wir erwarten jetzt, dass sich dieser Access Point hier AP1 auf AP2 ändert und dass wir in der Zeit ein kurzes Video einfriert. Und ihr seht, ist es kurz eingefroren. Wenn ich das Ganze mit einem Soft-Handover mache, nee, das ist No-Handover, dann sieht man hier schon die Open-Flow-Regeln, wie sie dann nicht durch die Gegend gehen. Und man sieht, hier schaltet er jetzt sozusagen um auf den AP2, auf dem anderen Radio. Ich bekomme einen neuen Flow in der Forwarding Plane durch den Controller vorgegeben. Der ist jetzt recht jung und er führt effektiv dazu, dass das Video über den anderen Access Point abgewickelt wird. Und ihr seht alle Video hübsch und der Tag ist gerettet. Gut, bringen wir diesen Talk noch zu einem würdigen Ende, nämlich wir sind ja jetzt nicht unter den Playmobil-verrückten Freifunkern, sondern wir fragen uns, warum ist das für Community-WLAN-Netze interessant? Man kann natürlich sagen, so ein Controller, der die Mesh-Netz kontrolliert, ist mit Mobilität und diesem Netzwerk, was sich ad hoc-mäßig aufbaut, nicht unbedingt vereinbar. Da gibt es einen schönen Artikel von Elektra auf Open Mesh, die OLSR.org Story. Was man halt sagen muss, ist, dass ein Mesh-Netzwerk, wir hatten gesagt, das ist diese Topologie ohne vordefinierte Struktur, nicht unbedingt auch Mobilität beinhalten muss. Also an der Uni, wo ich war, da gab es so ein Fraunhofer-Institut, die haben auch so ein Mesh-Netzwerk gebaut, was aber aus Richtfunklinks basiert und was sozusagen die Idee des SDNs umgesetzt hat, um innerhalb dieses Richtfunknetzes entsprechend der Kapazität, also dem, was in den Strecken da ist, zu routen und somit auch wesentlich feiner Traffic Engineering machen konnte, als es mit Batman Advanced möglich gewesen wäre. Und man kann sich natürlich überlegen, was kann man mit OpenFlow und OpenVSwitch in so einem Mesh-Netzwerk machen? Load Balancing ist eine Idee, Fast Failover, also wenn ein Link wegbricht, die nächste. Man braucht weniger Zeit, bis das konvergiert. Man kann eigene Mesh-Protokolle prototypisieren, das ist vielleicht auch ganz lustig und war sogar das ursprüngliche Ziel von OpenFlow, als es Stanford und Princeton mal vorgeschlagen haben. Was halt ulkig ist, ist, wenn man so OpenFlow-mäßig oder so ein controller-basiertes Switching in so ein Netz einbaut, dann kann man das an lokale Begebenheiten anpassen. Das heißt, ich habe ein Mesh-Protokoll, das geht im Wesentlichen davon aus, ich habe keine vordefinierte Struktur, kein vordefiniertes Muster, ich weiß nicht genau, wie ich Load Balancing machen kann, aber jetzt hat man doch vielleicht mal diese Veranstaltung, dieses Freifunk-Event, wo man zwei DSL-Anschlüsse hat, wo man ein bisschen faires Load Balancing drüber machen kann, dann hat man eine lokale Struktur, die man irgendwie ausnutzen will. In dem Fall ist es natürlich dann so, dass ich die Knoten, die ich selber an dem Event platziert habe, auch in dem SDN halten kann. Es gibt dafür sehr viel Forschung, die sagt, die Herausforderungen ergeben sich aus der Kombination von Funk und SDN. Das ist jetzt eine Forschung von dem Betreuer meiner Bachelorarbeit. Es gab da schon einige Ansätze, die sowas versucht haben, auch in Freifunk-ähnlichen Netzen gemacht haben, haben ein bisschen Load Balancing gemacht. Ist eine schöne Sache. Fassen wir das mal zusammen. Es macht Spaß, ein SDN mit einer Playmobil-Eisenbahn zu bauen. Und wer kann schon dagegen reden, dass man einen Laser hat, man hat Lego und man hat eine Playmobil-Eisenbahn und oben WT-Router. Das ist einfach toll.
OpenWRT ist Batteries Included. Man kann sich das Teil einfach nehmen. Rü ist ein einfaches Ding. Open-Flow-Based Switching in Freifunknetzen sehe ich immer als die Ausnutzung lokaler Strukturen und Muster zusätzlich zu Mesh-Protokollen. Also kommt nicht als auf die Idee, als gottähnliche Admin-Team ein komplettes Freifunknetz mit OpenFlow zu beglücken. Das ist weder dezentral noch stabil, noch ist das Know-how irgendwie da in so einer Freifunk-Community. Aber habt Spaß, fahrt mit Zügen, Router durch die Gegend, das ist ein interessantes Thema. Wer jetzt damit rumspielen will, ist eingeladen am Sonntag um 15 Uhr. Da gibt es so einen Workshop mit Praxisteil. Die Videos sind auf YouTube. Ja, hübsch. Jetzt habe ich eine halbe Stunde durchgeredet. Jetzt haben wir, glaube ich, 10 Minuten Zeit für Fragen oder so. Aber wir haben schon Fragen gemacht, aber ich weiß auch nicht. Ja, vielen Dank erstmal. Es gibt tatsächlich noch eine Frage. Wo kann man das kaufen? Die Frage, wo kann man das kaufen? Nein, die Frage im Ernst ist, was brauchen wir an realer Hardware, die man auch mobil auf Akku dauerhaft betreiben könnte? Also zum Beispiel als mobiles Fahrrad- oder Rucksacknetzwerk. Können wir die Frage präzisieren? Also mir ist der Anwendungsfall gerade nicht so ganz klar. Also steht noch dabei, egal ob nun für Wandertag oder für Hilfsorganisationen. Also so, dass man damit wirklich zuverlässig Daten-Handover zum Beispiel für Voice-over-IP drüber kommt. Also erstmal muss man sagen, die Situation, dass du diesen Handover machen willst, ist ja einfach dadurch gegeben, dass du eine Strecke hast mit Access Points, die auf eine kurze Reichweite hohe Datenraten bringen. Also wenn ich jetzt im Feld bin, Wandertag, Hilfsorganisation, dann ist das bei weitem nicht so planbar. Ich habe eine größere Strecke und es bewegen sich nicht alle auf Schienen, um nicht zu sagen, die gehen kreuz und quer. Insofern ist es erstmal ein komplett anderer Anwendungsfall. Wenn du dir jetzt überlegst, welche Hardware du nehmen kannst, dann hängt das natürlich auch extrem von deinen Anforderungen ab. Also wenn du sagst so, ich möchte halt irgendwie einfach nur WLAN haben und es muss wirklich kostengünstig und energiesparend sein. Und wenn ich alle 10 Minuten WLAN habe, ist das gut. Dann würde ich sagen, dann nimm ESP32, schick den in den Deep Sleep, brauchst ein paar Watt, hält deine Powerbank mehrere Tage, kannst du auch eine Batterie nehmen. Aber was hast du damit gewonnen? Du hast ein Gerät, mit dem du irgendwie kommunizieren kannst, aber du hast noch keinen Anwendungsfall, wie du es verwenden kannst. Ich hatte jetzt diese Travel Router genommen, die schon so darauf ausgelegt sind, mit USB und einer Powerbank betrieben zu werden, genauso wie der Raspberry Pi. Da haben die Powerbank ungefähr 10-12 Stunden gehalten. Also ich musste nicht während der 12 Stunden Versuchsreihe die Powerbank auswechseln, aber den nächsten Tag habe ich mit aufgeladenen Powerbanks begonnen. Das ist natürlich jetzt für eine Hilfsorganisation und einen Wandertag, ist das natürlich schon möglich. Also in einem Einsatz von einem Roten Kreuz alle 12 Stunden mal die Akkus durchzutauschen, passt. Und 12 Stunden wandern oder nach 12 Stunden die zweite Powerbank aus dem Wanderrucksack zu nehmen und anzuklemmen, passt. Aber dann hast du natürlich diesen 2,4 Gigahertz Receiver, der dann irgendwo in der Natur ist. Und du hast noch keine Infrastruktur. Und wenn du die Infrastruktur baust, dann willst du vielleicht leistungsfähigere Geräte haben, die dann irgendwie Gigabit haben und eine 5 Gigahertz Verbindung haben an Backbone und die ziehen dann wieder wesentlich mehr Strom. Da kannst du sie auf den Mast setzen, da kannst du auch ein Windrädchen beistellen und eine Solarzelle beistellen, dann hast du wieder locker 100 Watt oder so oder 50 aus dem, was du da aufbaust. Also die Frage ist schon recht weit gefasst. Ich hoffe, ich habe sie irgendwie eingefangen oder hat es eine Konkretisierung gegeben? Ich glaube, du bist gemutet, E-Punk. Ich höre dich nicht. Nee, gab keine Konkretisierung, aber du hast halt wirklich den Spezialfall mit Eisenbahn gehabt, wo man den Weg kennt, die Geschwindigkeit kennt. Was vielleicht interessant ist, ist dieses Server-Mesh-Projekt. Das ist so eine Art Delay-Tolerant-Networking auf OpenWRT-Basis, ein bisschen eingeschlafen von einem australischen Professor, also wie diese Wildkatze Serval, S-E-R-V-A-L. Und die haben halt so ein Delay-Tolerant-Network mit OpenWRT genommen. Die haben, glaube ich, auch diese GLI-Net-Router.
aber die haben auch wieder ein anderes Konzept. Du bist in der Hilfsorganisation im australischen Outback, irgendwo im Einsatz, in dem Zelt, wo du übernachtest. Da hast du dann deinen Access Point hängen, du kommst dahin, du kannst dich synchronisieren, du gehst am nächsten Tag im Feld zu den anderen Access Points und dann packst du da deine Daten hin. Und da haben die dann wieder Smartphones, klar, hast du einen Akku drin, halten lange, die taugen für so einen Einsatz und du hast dann da, wo du Strom hast oder Infrastruktur hast, eben wieder Access Points hängen. Also sehr breites Spektrum. Es gab jetzt noch mal eine zweite Frage. Wo kann man das genau nutzen? Wenn man als Freifunkaktiven jetzt sagen würde, gibt es für dich denkbare Szenario, zum Beispiel auf Bussen statt LTE? Anders, wie kann man das sonst vielleicht noch non-kommerziell nutzen? Also jetzt SDN oder den Algorithmus, dass man ein Handover macht oder also ich glaube, dieses Load Balancing Ding bei einem Event, hast du zusätzlich zu dem Mesh-Protokoll die Klienten so verteilst, dass du ein Fairness deiner Uplinks hast, auch wenn du kein Equal Coast Multipathing hast, ist für Freifunker sehr interessant. Eine zweite Aktion ist, du kannst, wenn du so ein hierarchisches Netz aus Nodes und Supernodes hast und hast eine VPN-Strecke, dann gibt es üblicherweise den Richtwert, dass du das VPN nicht über 80% treiben solltest. Ansonsten wird die CPU des Knoten überlastet oder der Knoten hat sogar angegeben, wie viel Daten er von dem Supernode empfangen will in irgendeinem Traffic Shaping. Und dann kannst du auf dem Supernode sozusagen so einen Open vSwitch haben und einen Controller haben. Und auswerten, was der Knoten haben will, was der Knoten kann, und dann mit OpenFlow sozusagen so weit runterdrosseln, dass der Knoten nicht überfordert wird. Monitoring kann auch ein Ding sein, also dass du dir anguckst, ja, wie viel Daten gehen überhaupt über die verschiedenen VPN-Strecken, Visualisierung. Ja, also es gibt wirklich sehr, sehr viele Ideen. Ich denke, interessant wird es, wenn du dir sagst, ich habe irgendeine lokale Struktur mit irgendeinem lokalen Problem, dass ich einen anderen Weg für mein Forwarding wählen würde, als es Batman Advanced oder der ganze Technologie-Stack im Default-Fall tut. Okay. Ja, ich würde sagen, wenn noch konkretere Fragen sind, es gibt ja noch das Jitsi. Und es gibt morgen um Ansonsten, 15 Uhr was zum Rumhacken in morgen der um Praxis. 15 Uhr machst du eine Self-Organized Session. Und falls noch jemand hat, Lust hat, eine Self-Organized Session selber zu organisieren, da ist dann ab 16 Uhr auch wieder Zeit für.